Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese wunderschöne Abschlussbordüre für eure Dreieckstücher, Schals oder Paschminas häkeln könnt. Es ist eine Bordüre, die aus langen Solomonknoten und Knospen besteht. Sie ist ganz einfach und ganz schnell gehäkelt. Das ist die erste Bordüre, die wir sehen werden. Es werden noch weitere Folgen in den nächsten Videos. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel, viel Spaß dabei. Und wie es geht, schauen wir uns jetzt an. Ich habe hier ein kleines Stückchen vorbereitet. Das soll mein Dreieckstuch darstellen. Wenn die letzte Reihe gehäkelt ist und das Dreieckstuch fertig ist, schneiden wir den Faden nicht ab, sondern arbeiten gleich mit dem weiter. Ich ziehe jetzt hier meine Schlinge etwas länger als normal und mache meinen ersten Solomonknoten. Ihr bestimmt die Länge selber, macht es aber nicht zu kurz, es sieht einfach schön aus, wenn es länger ist. Mittelfinger und Daumen kommen zwischen Schlinge und dem Faden und jetzt hole ich mir den Faden durch die Schlinge. Dort, wo ich meine Finger habe, ist eine Lücke entstanden. Ich steche mit der Nadel in diese Lücke, hole den Faden durch die Lücke nach vorne. Jetzt habe ich zwei Schlingen auf meiner Nadel. Ich hole mir den Faden durch diese zwei Schlingen und somit ist eine Masche über meinen Solomonknoten entstanden. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und in die Masche, die über dem Solomonknoten ist, häkle ich jetzt eine Knospe. In diese Masche, die über meinen Solomonknoten ist, häkle ich jetzt eine Knospe. Diese Knospe hat fünf Umschläge. Hier ist der erste Umschlag. Ich steche in die Masche, hole mir den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Ein zweiter Umschlag, ich steche in dieselbe Masche, hole mir den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Ein dritter Umschlag, ich steche in dieselbe Masche, hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Ein vierter Umschlag, ich steche in dieselbe Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Ein fünfter Umschlag, ich steche in die Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Ich hole mir den Faden durch alle Schlingen, die ich auf der Nadel habe und mache noch eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Nochmal drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und jetzt steche ich nochmal in dieselbe Masche und häkel eine Kettmasche. Ich steche in dieselbe Masche, hole mir den Faden nach vorne und häkel eine Kettmasche. Meine Knospe ist fertig gehäkelt. Jetzt ziehe ich mir wieder die Schlinge lang, so ziemlich in der gleichen Länge wie die erste und häkel wieder einen Solomonknoten. Mittelfinger und Daumen sind zwischen Schlinge und Faden. Ich hole mir den Faden durch die Schlinge. Jetzt habe ich eine Lücke dort, wo meine Finger sind. Ich steche in diese Lücke, hole mir den Faden durch die Lücke nach vorne. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole mir den Faden durch diese zwei Schlingen. So, hier habe ich eine Lücke. Ich steche in diese Lücke und häkel eine feste Masche. Und das hier ist meine Bordüre. Machen wir das Ganze noch einmal. Ich häkel wieder eine lange Solomonmasche. Immer darauf achten, dass es so ungefähr immer in der gleichen Länge ist. Hier ist meine Schlinge. Mittelfinger und Daumen kommen zwischen Schlinge und Faden. Ich hole meinen Faden durch die Schlinge. Dort, wo meine Finger sind, ist eine Lücke. Ich steche in diese Lücke, hole den Faden durch die Lücke nach vorne. Jetzt habe ich wieder zwei Schlingen auf der Nadel. Ich hole mir den Faden durch diese zwei Schlingen. Somit entsteht hier oben eine Masche. Und jetzt wieder drei Luftmaschen. Eine, zwei und die dritte. In die Masche, die über dem Solomonknoten ist, häkel ich jetzt eine Knospe. Ich mache den ersten Umschlag, steche in die Masche und hole mir den Faden durch die Masche nach vorne und ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, wieder in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen.
Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Unbedingt immer lang ziehen, sodass die Knospe nicht zu klein wird. Vierter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Fünfter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Den Faden durch alle Schlingen ziehen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen, eine, zwei und die dritte. Und jetzt häkle ich in derselben Masche eine Kettmasche. Ich steche in die Masche, hole mir den Faden nach vorne und ich ziehe die zweite Schlinge durch die erste. Meine Knospe ist fertig. Und jetzt wieder einen langen Solomonknoten. Ich ziehe die Schlinge lang. Mittelfinger und Daumen sind zwischen der Schlinge und dem Faden. Ich hole mir den Faden durch die Schlinge. Dort, wo die Finger sind, ist eine Lücke entstanden. Ich steche in diese Lücke, hole den Faden durch die Lücke nach vorne. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole mir den Faden durch diese zwei Schlingen. Und ich gehe jetzt zur nächsten Lücke. In diese Lücke häkle ich eine feste Masche. Und das Ganze jetzt noch einmal. Einen langen Solomonknoten ziehen. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. In die Masche, die über dem Solomonknoten ist, eine Knospe häkeln. Hier mache ich den ersten Umschlag. Ich steche in die Masche, hole mit dem Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Der zweite Umschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Dritter Umschlag. Vierter Umschlag. Der fünfte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Und in derselben Masche, in der wir gerade die Knospe gehäkelt haben, eine Kettmasche häkeln. Unsere Knospe ist fertig. Und wieder einen langen Solomonknoten. Ich ziehe mir die Schlinge lang und häkel wieder einen Solomonknoten. Jetzt gehe ich in die nächste Lücke und häkel hier wieder eine feste Masche. Und wieder einen langen Solomonknoten. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. In die Masche über dem Solomonknoten wieder eine Knospe. Der erste Umschlag und ich steche in die Masche, um den Faden nach vorne zu holen und lang zu ziehen. Der zweite Umschlag, wieder in dieselbe Masche einstechen und den Faden nach vorne holen, lang ziehen. Der dritte Umschlag. Der vierte Umschlag. Und der fünfte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen, eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Und in derselben Masche eine Kettmasche häkeln. Und wieder einen langen Solomonknoten. Und ich gehe zur nächsten Lücke. Diese habe ich gerade gehäkelt. Ich gehe zur nächsten Lücke, steche in die Lücke und häkel wieder eine feste Masche. Ich ziehe mir wieder einen langen Solomonknoten. Drei Luftmaschen. Und eine Knospe. In der Masche über dem Solomonknoten häkeln und wieder der erste Umschlag. Ich steche in die Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Der zweite Umschlag. Ich hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Dritter Umschlag. Den Faden nach vorne holen, lang ziehen.
Der vierte Umschlag, den Faden nach vorne holen, lang ziehen. Und der fünfte Umschlag, ich hole den Faden nach vorne, ziehe den lang. Den Faden durch alle Schlingen ziehen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen. Und in derselben Masche, in der wir die Knospe gehäkelt haben, eine Kettmasche häkeln. Und wieder einen langen Solomonknoten. Immer darauf achten, dass wir ungefähr die gleiche Länge haben. Das ist ganz wichtig, damit es gleichmäßig aussieht. Und hier ist jetzt die Mitte. Ich steche in diese Lücke hier in der Mitte ein und häkel wieder eine feste Masche. Und wieder einen Solomonknoten häkeln. Drei Luftmaschen und in der Masche über dem Solomon eine Knospe. Der erste Umschlag, ich steche in die Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, der dritte Umschlag, der vierte Umschlag und der fünfte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen und in derselben Masche, in der ich die Knospe gehäkelt habe, häkel ich eine Kettmasche. Und wieder einen Solomonknoten und ich gehe zur nächsten Lücke. In diese Lücke häkel ich eine feste Masche und wieder einen Solomonknoten. Drei Luftmaschen und eine Knospe in der Masche über dem Solomon. Der erste Umschlag, ich steche in die Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Der zweite Umschlag, der dritte Umschlag, der vierte Umschlag und der fünfte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen, eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen und in derselben Masche, in der ich die Knospe gehäkelt habe, häkel ich jetzt eine Kettmasche. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zur nächsten Lücke. Auch hier eine feste Masche in der Lücke häkeln und wieder einen Solomonknoten. Drei Luftmaschen und die Knospe in der Masche über dem Solomon. Der erste Umschlag, ich steche in die Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe ihn lang. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag und der fünfte Umschlag. Den Faden durch alle Schlingen ziehen, eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen und in derselben Masche eine Kettmasche häkeln. Und wieder einen Solomonknoten. Und ich gehe zur nächsten Lücke. Eine feste Masche in der Lücke häkeln und einen Solomonknoten. Und wieder drei Luftmaschen und eine Knospe in der Masche über dem Solomon. Der erste Umschlag, ich steche in die Masche, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, ich hole den Faden nach vorne, ziehe ihn lang. Dritter Umschlag, vierter Umschlag und der fünfte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen, eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Drei Luftmaschen und eine Kettmasche in derselben Masche häkeln. Und wieder einen Solomonknoten.
Und hier ist meine letzte Lücke. Ich steche in die Lücke und häkle eine feste Masche. Und das war's. Ihr seht, es ist ganz, ganz, ganz einfach zu häkeln. Wir wiederholen quasi immer das Gleiche. Es ist eine wirklich wunderschöne Bordüre. Verschönert garantiert jeden Schal, jedes Dreieckstuch, jede Pashmina. Es sieht auf beiden Seiten gleich aus und ist ganz, ganz einfach zu häkeln. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo. Es werden noch viele schöne weitere Häkel- und Strickmuster folgen. Ich freue mich über ein Like und über einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.